Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Xerox, und heute sind wir wieder im Blender unterwegs und heute zeige ich euch, wie ihr einen Schneemann bauen könnt für eure Schneekulisse, wie auch immer man das nennen mag. Und das Ganze funktioniert ganz einfach. Das erste, was ihr macht, ist Shift und A zu drücken, um euch eine Ikosphäre oder besser gesagt eine UV-Sphäre hinzuzufügen. Die sieht dann ganz einfach aus. Dann geht ihr auf das Move-Tool, drückt einmal Shift und D. Tut mir leid, move die einfach ein Stückchen nach oben, mach die ein bisschen kleiner, einfach hier in diesem weißen Kreis, einfach linke Maustaste gedrückt halten und ein bisschen kleiner scalen. Dann macht ihr das noch einmal und zieht die nochmal nach oben, ungefähr hier in diesem Bereich, und dann scalt ihr die natürlich nochmal kleiner. Dann habt ihr schon so gesagt die Form eines Schneemanns. Dann drückt ihr linke Maustaste nochmal auf die oberste Kugel, drückt rechte Maustaste und geht auf Shade Smooth, und das machen wir jetzt überall einmal an jeder Kugel. Im nächsten Schritt macht ihr wieder Shift und A und geht dann hier unten auf den Cone. Der Cone wird natürlich dann die Nase werden. Die movet ihr ungefähr bis hier hoch und geht dann hier auf das Rotation Tool, haltet Control gedrückt und geht dann hier an diesem grünen Punkt oder an diesem grünen Kreis und movet euch das so hin, dass sie einigermaßen gerade ist. Dann movet ihr euch das einfach wieder ein bisschen kleiner, so ungefähr in diesem Bereich. Booft euch das hier vorne hin, ein bisschen nach unten und ein bisschen nach vorne. Und dann tut ihr das nochmal rotaten, und zwar dann mit dieser blauen Achse, heißt mit der Z-Achse. Einfach so, dass die vorne perfekt rausguckt. Dann geht ihr auf das Booft-Tool, drückt einmal auf Tab auf der Tastatur, wählt euch vorne diesen Punkt aus, geht nochmal auf das Booft-Tool und zieht euch das ein bisschen nach außen. So sieht das Ganze dann aus, drückt wieder rechte Maustaste drauf und geht wieder auf Shade Smooth. Ihr könnt hier bei dem Shade Smooth noch auf Normals gehen, das heißt, ihr geht dann hier unten auf das Grüne einmal drauf, geht auf Normals und aktiviert hier drin diesen Haken, so dass der Schatten nicht so hart ist. Das könnt ihr auch nochmal hier bei der Kugel machen, bei dem könnt ihr das auch nochmal machen und bei der untersten Kugel natürlich auch. Jetzt fehlt unserem, ja, Schneemann natürlich noch Augen. Das funktioniert auch ganz einfach. Wir machen uns eine Duplikation wieder mit Shift und D von der obersten Kugel, scalen die schön nach unten, ungefähr so in diesem Bereich, movet euch die nach außen, platziert die dahin, wo ihr sie gerne haben wollt. Ich will sie ungefähr hier haben und mache mir davon wieder eine Duplikation und ziehe mir das nochmal ein bisschen nach rechts rüber. Natürlich fehlt unserem Schneemann jetzt noch ein Mund, das machen wir ebenso. Wieder eine Duplikation von der Kugel machen, nach unten ziehen und das scalen wir dann auch nochmal ein bisschen nach unten oder besser gesagt ein bisschen kleiner. Rufen das wieder nach außen und machen uns davon jetzt einige Duplikationen. Das bedeutet ungefähr so, ja, ich würde sagen 6 Stück. Die moven wir uns dann immer so ein bisschen nach außen. Ungefähr den Abstand einhalten, müsst ihr selbst gucken, ob ihr das da perfekt hinbekommt. Aber ich denke mal schon, dass das kein Problem sein wird. So, dann mache ich mir hiervon nochmal eine Duplikation und ziehe mir diese nochmal nach links rüber. Ungefähr in diesem Bereich, so dass wir so ein kleines Lächeln hinbekommen. Naja, sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Könnte man noch ein bisschen umändern, indem man die Kugeln hier ein bisschen nach unten scaled oder nach unten moved. Und dann hat man so ein kleines Lächeln drin. Ist ja schon mal einigermaßen ein ansehnliches Lächeln. Hier habe ich noch eine zweite Kugel drin, deswegen löschen wir die andere raus. Und dann sieht das Ganze so aus. Im nächsten Schritt machen wir uns hiervon nochmal eine Duplikation, moven die nach unten ungefähr in diesem Bereich, versuchen die wieder ein bisschen mittig zu platzieren und setzen uns die hier hin. Machen uns davon wieder eine Duplikation, setzen uns das Ganze dann hier hin, machen uns wieder eine Duplikation und setzen uns das Ganze dann hier unten hin. So, den mittleren, den werde ich nochmal ein bisschen nach unten ziehen, dass das ungefähr so aussieht. Jetzt fehlt unserem Schneemann natürlich noch ein Hut. Das machen wir wieder mit Shift und A, nicht mit Control, mit Shift und A. Gehen wieder auf Meshes und packen uns einen Zylinder rein. Diesen Zylinder moven wir uns erstmal nach oben, scalen den ein bisschen nach unten, gehen nochmal ein bisschen, ja, wie sagt man, in diesen weißen Kreis und moven das nochmal ein bisschen kleiner. So, dass der Hut auch perfekt oben drauf passt. Ja, ist okay, könnte man machen. Wir scalen den noch ein bisschen kleiner,
so ungefähr. Drücken einmal auf Tab, gehen dann auf die 3, also drücken einmal auf der Tastatur auf die 3, drücken hier oben einmal diese Fläche an, drücken auf I, scalen ein bisschen rein und scalen dann nach oben. Also, nochmal ganz kurz, das habe ich nämlich jetzt gerade vergessen, glaube ich, zu erwähnen. Also ihr drückt einmal auf I bis hierhin und dann drückt ihr E, um nach oben zu kommen. So, wenn ihr möchtet, könnt ihr hier oben zum Beispiel noch ein bisschen breiter machen. Das funktioniert einfach mit S, einmal S drücken und dann könnt ihr das oben ein bisschen breiter machen. So sieht das Ganze dann aus. Wir drücken rechte Maustaste und gehen wieder auf Shade Smooth und gehen hier unten nochmal auf die Normals. Also heißt hier unten auf dieses grüne Dreieck, dann auf Normals und machen wieder einen Haken rein. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt brauchen wir natürlich noch, so gesagt, die Arme. Das funktioniert ganz einfach, eigentlich wie das Baum-Tutorial. Wir drücken einmal wieder Shift und A, packen uns eine Plane rein. Hier unten ist schon die Plane, drücken dann auf Tab, drücken einmal auf die 1, wählen uns hier die Seite aus. Wir wählen uns die Seite aus, halten dann bei Shift gedrückt, drücken hier auf die Seite und drücken auf diese Seite. Dann drücken wir auf der Tastatur auf Entfernen und löschen so gesagt die Vertex raus. Dass wir einfach nur diesen einen Punkt hier haben. Dann gehen wir hier auf diesen Schraubenschlüssel, gehen auf Add Modifier, gehen auf Skin, gehen wieder auf Add Modifier und packen uns dort noch eine Subdivision Surface rein. Und so sieht das Ganze dann aus. Dann gehen wir hier oben auf diese zwei, Vierecke, um das einfach mal durchsichtig zu sehen, wie das Ganze aussieht. Wenn wir jetzt E drücken, können wir hier, so gesagt, das Ganze moven. Ich will das ungefähr in diesem Bereich haben. Dann drückt ihr nochmal E, geht in diesen Bereich, drückt nochmal E und geht in diesen Bereich. Jetzt sieht das ein bisschen komisch aus, kann man teilweise schon als Knochen ansehen, aber das wird natürlich dann, so gesagt, die Äste dafür. Wir drücken nochmal E hier oben und ich gehe nochmal ein bisschen weiter nach hier, so dass der Baum oder besser gesagt dieser Ast nicht perfekt aussieht. Dann drücken wir einmal Ctrl und A und moven uns das hier ein bisschen kleiner oder scalen uns das ein bisschen kleiner. Ich würde sagen, ich fange hier an der Seite an, gehe dann hier rein, ja, ungefähr so. Dann nochmal hier und nochmal hier oben nochmal ein bisschen klein, so ein kleines bisschen. So, pack das ein bisschen nach unten. So sieht das Ganze jetzt aus. Pack das auch nochmal ein bisschen nach hier, so ungefähr. Drücke dann einmal auf Tab, um das Ganze auszuwählen. Und dann müssen wir das Ganze noch applyen. Das bedeutet, wir drücken einmal hier oben drauf, gehen auf Apply, drücken nochmal hier drauf und gehen hier auch nochmal auf Apply. Ihr findet natürlich Blender auch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch ganz einfach runterladen und fertig. So, jetzt drücke ich nochmal rechte Maustaste drauf und gehe hier auf die Shade Smooth oder auf das Shade Smooth nochmal. Wenn ich hier nochmal rechte Maustaste drauf drücken und gehe dann hier auf Set Origin, dann gehe ich hier auf Geometry to Origin. Das bedeutet, unser Ast geht direkt hier in die Mitte rein. Jetzt werden wir den nochmal ein bisschen kleiner scalen, das heißt wieder im weißen Bereich einfach ein bisschen runterscalen. Ziehen den nach oben, ziehen den nach links rüber. So ungefähr. Wenn ihr möchtet, könnt ihr halt nochmal einen neuen Ast erstellen, dass er nicht exakt gleich aussieht. Für das Tutorial reicht es, denke ich mal, aus, wenn ich das jetzt gerade mal nicht mache. Und ja, wenn ihr damit zufrieden seid, das bedeutet, jetzt drücke ich schon nochmal drauf, nehme mir den nochmal und move mir den nochmal hier rüber. Rotate den nochmal. So ungefähr in diesem Bereich. Und damit wäre der Schneemann auch schon fertig. So sieht der Schneemann jetzt aus. Jetzt kommen wir natürlich noch zu dem Punkt, den wir halt so nutzen, damit es ein bisschen einfacher ist, auch zum Einfärben. Wir sagen, das hier wird schwarz, die Augen werden schwarz. Deswegen wählt ihr euch alle Punkte aus, die schwarz werden. So. Einfach dabei Shift gedrückt halten und dann könnt ihr mehrere Sachen gleichzeitig auswählen. Drückt dann auf Ctrl und J und macht es so gesagt zu einer Group.
Das heißt, das hier ist jetzt eine Group und ich sehe gerade, hier drunter ist noch ein Block. Den können wir noch rauslöschen oder besser gesagt eine Kugel. So, das hier wird die Nase. Das hier beim Schneemann ist ganz klar. Das hier ist der Schneemann-Torso oder Körper. Den tun wir auch noch vereinen. Und dann machen wir das gleiche auch nochmal bei den Ästen. So, und so sieht das Ganze aus. Jetzt haben wir einen Schneemann aus den ganzen Sachen gebaut. Ich lösche das mal eben ganz kurz raus. Ich muss nämlich mal ganz kurz was nachgucken, weil hier unten die Trees sind doch schon sehr hoch gesetzt, was mich halt doch schon sehr wundert. Wir gucken mal, ob wir das rein exportieren können. Und zwar speichern wir uns das Ganze jetzt als FBX ab. Als FBX ist ganz wichtig, damit wir einzelne Parts haben. Wir gehen hier oben auf File, gehen auf Export, gehen dann hier auf FBX. Dann sucht ihr euch einen Ordner aus, wo ihr das gerne machen wollt. Ich nehme jetzt einfach mal den Trash. Warum Trash? Weil ich da einige Objekte erstelle momentan, die ich halt für vielleicht zukünftige Spiele nutzen möchte. Und zwar sind das immer so kleine Assets, die ich mir da erstelle. So, nenne das Ganze dann Snowman. Hier auf Export FBX. Gehe in Roblox Studio rein und gehe wie immer oben auf View, Asset Manager, gehe hier oben auf das Upload-Zeichen, wähle mir den Snowman aus, drücke auf Apply All. Ich will hoffen, dass er das jetzt macht und nicht sagt, oh nein, das ist zu groß oder zu viele Trees. Ja, da ist es nämlich, das ist nämlich das Problem hier jetzt gerade. Da müssen wir mal gucken, wie wir das Problem beheben können. Und zwar ist das jetzt der Snowman Sphäre. Das ist normalerweise die 015. Ja, das sind diese ganzen Kugeln hier. Da ist halt das Problem jetzt gerade. Deswegen müssen wir da gleich mal schauen, wie wir das Problem beheben können. Wie kann man das am besten beheben? Wir könnten mit einem Modifier arbeiten. Und zwar ist das der... Das wird wahrscheinlich der Decimate-Modifier sein. Da gucke ich jetzt mal eben kurz nach und wir schauen, ob unten die... Ja, die Trees gehen runter, man sieht schon unten. Also immer in diesem Bereich hier unten schauen, dass die Trees nicht zu hoch sind. Die Trees sind im Allgemeinen jetzt auf 17.000. Man sollte da schon gucken, dass sie ein bisschen geringer eingestellt sind. Ich gucke mal eben ganz kurz, wie das so aussehen würde, wenn ich die jetzt auf eine gewisse Zahl habe. So wie jetzt zum Beispiel. Das gefällt mir sogar. Das reicht. Mehr brauchen wir da jetzt gerade nicht zu machen. Wir werden das Ganze jetzt nochmal exportieren. Geht wieder auf Export, wieder auf FBX und wählt euch wieder den Snowman aus, den ihr gerade hochgeladen habt. So, das hier können wir jetzt erstmal wieder rauslöschen. Gehen wieder auf Import und exportieren uns wieder diesen Snowman hier. Und wie man sieht, hat er jetzt alles hier reingeladen, was schon mal sehr gut ist. Und dann können wir uns jetzt hier oben die Sphäre auswählen, dann hier die unterste, drücken rechte Maustaste und gehen auf Insert with Location. Dann finden wir das Ganze hier in dieser Mitte. Und hier haben wir schon den Schneemann. Natürlich, der sollte ein bisschen kleiner gescaled werden, das werden wir auch jetzt mal eben machen. Bisschen sehr klein, oder? So ungefähr, würde ich ja schon sagen, ist es perfekt. Bei der Sache würde ich auch noch sagen, dass ihr versucht, den Schneemann nicht so mitten in der Map zu machen, sondern den ein bisschen in den Boden reinzusetzen, so dass es perfekt übereinstimmt mit dem Boden, dass es halt auch aussieht, ob dieser Schneemann auch so gebaut wurde. Ja, auf dem Boden halt, ne? Ganz einfach. Dann geht ihr nur noch auf den Hut. Wählt euch dann hier so eine schöne schwarze Farbe aus, zum Beispiel diese hier. Geht auf die Nase. Nase ist immer meist eine Karotte, deswegen so ein Orangeton. Die Äste werden natürlich dann in einem Braunton gesetzt. Aber das ist euch natürlich auch komplett überlassen, wie ihr das gerne haben wollt. Und dann würde ich sagen, machen wir den kompletten Schneemann noch in weiß. Wähle mir nochmal alles aus und gehe auf Ankern. Damit ihr eine bessere Performance habt, würde ich euch empfehlen, dass ihr zum Beispiel die Nase... die Äste und halt den Hut und allgemein die Knöpfe noch auf Cankerlite stellt, so dass da nichts mehr passiert und natürlich, oder besser gesagt, damit die Performance besser läuft. Und ich werde natürlich noch alles in Smooth Plastic setzen, so dass das natürlich ein stimmiges Bild ist mit den anderen Objekten, die hier in der Map sind. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Also eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gut, das war's mit diesem kleinen Tutorial, wie man einen Schneemann macht.
Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ja, bis demnächst. Euer Xerox. Ciao, ciao.